Neben baumbasierten Indexen gibt es auch Indexe, die Hash-Verfahren benutzen. Also wir reden hier wieder von der Umsetzung einer Abbildung von sogenannten Schlüsseln auf Tupeln, die diese Schlüssel haben. Schlüssel sind, genau wie bei den B-Bäumen zuvor oder B-Plus-Bäumen, nicht notwendigerweise die Schlüssel, die wir im relationalen Modell definiert haben, also Primärschlüssel zum Beispiel, sondern einfach nur eine Bezeichnung für Attribute, die hier im Index benutzt werden, um Tupel aufzufinden. Hash-Verfahren modellieren folgende Idee. Wir haben diese Domäne der Schlüssel und bilden diese Domäne ab auf einen Adressbereich, den wir A nennen. A ist im Allgemeinen sehr viel kleiner als S. Die Hash-Funktion ordnet somit jedem Schlüssel einen Wert in A zu. Man sagt manchmal auch, dass dieser Adressbereich sowas wie Eimer darstellt oder Buckets. Das heißt, diese Hash-Funktion bildet Tupel ab in gewisse Buckets. Idealerweise diese Abbildung ist schön gleich verteilt und Kollisionen werden so gut es geht vermieden. Wenn ich jetzt eine Anfrage habe, und zwar möchte ich die Tupel haben mit Matrikelnummer 42, dann gehe ich wie folgt vor. Ich hashe die 42 mit meiner Hash-Funktion, rechne also h von 42, bekomme dann einen Adressbereich oder eine Position im Adressbereich, schaue dort nach und finde eventuell, falls es existiert, das Tupel mit der Matrikelnummer 42. Diese Hash-Verfahren oder Indexe basierend auf Hash-Verfahren sind geeignet für sogenannte Punktanfragen, wo ich genau eine Matrikelnummer habe in diesem Fall und das Tupel finden möchte oder die Tupel finden möchten mit Matrikelnummer gleich 42. Ich habe keine Möglichkeit, hier Bereichsanfragen auszuführen. Das heißt, ich kann nicht sagen, gib mir die Studierenden mit Matrikelnummer zwischen 42 und 60. Ich kann nur Punktanfragen stellen. Das ist ein großer Nachteil im Vergleich zu den Baumstrukturen, dem B-Plus-Baum oder dem B-Baum, wo ich Bereichsanfragen ausführen kann. Die Anzahl der Buckets ist natürlich sehr viel kleiner. Und um die Gefahr zu minimieren, dass wir zu viele Kollisionen haben, muss die Hash-Funktion geeignet gewählt sein. Wir haben die Möglichkeit, hier den Adressbereich festzulegen. Wir können uns verschiedene Hash-Funktionen überlegen. Zum Beispiel nimmt man sowas oft her mit, also Hash-Funktionen von einem Schlüssel K ist K modulo irgendeinem Q, wobei Q dann die Größe des Adressbereichs bestimmt. Oder man nimmt K zum Quadrat oder irgendeine Konstante mal K und sucht sich dann aus dieser Zahl, die rauskommt, irgendwelche bestimmten Bitpositionen raus, um eine Adresse zu berechnen. Wie genau das funktioniert, wie das umgesetzt werden kann, sehen wir im Winter. Insbesondere werden wir da auch Methoden betrachten, die es erlauben, wenn die Daten wachsen, die Anzahl der Buckets zu verändern, ohne dass man eben global sehr viele Tupel neu ordnen oder neu organisieren muss. Wichtig ist für uns hier zu verstehen, dass es sowas gibt wie hash-basierte Indexe und dass die sehr gut funktionieren, allerdings nur für Punktanfragen und nicht für Bereichsanfragen. Hier ist ein Beispiel eines sogenannten statischen Indexes, also ein Index, der nicht wachsen kann, wenn die Daten wachsen. Hier haben wir eine statische, also fest vorgegebene Hash-Funktion, die bildet die Schlüssel ab anhand eines Bucket Directories, wo es Pointer gibt, wo es Verweise gibt von diesen einzelnen Directory-Einträgen auf die Blöcke, die sich auf der Festplatte befinden. Wenn ich so ein Tupel habe mit irgendeiner ID, dann führe ich die Hash-Funktion aus, schaue im Directory nach, springe dann zu dem entsprechenden Block, lade den in den Hauptspeicher, falls er sich noch nicht dort befindet, und kann eben die Tupel in diesem Block anschauen und gucken, ob ich das Tupel mit dem entsprechenden Schlüssel finde.
heißt, die Suche ist recht einfach. Anwendung der Hash-Funktion. Nachschauen, wo, in welchem Block sich die Information befindet, wenn sie denn existiert. Dann Laden dieses Blockes und Suche innerhalb des Blockes. Natürlich braucht man dafür geeignete Hash-Funktionen, gute Hash-Funktionen, die Kollisionen vermeiden, so gut es geht. Denn was man nicht haben möchte, ist hier dargestellt in der Abbildung. Man möchte nicht zu viele Überlauf-Buckets haben. Was sind Überlauf-Buckets? Naja, wenn ich die Hash-Funktion anwende und mappe hier diese einzelnen Schlüssel in diesen Bucket-Bereich von 0 bis 3, also ich habe 4 Buckets, und aus irgendeinem Grund ist der Bucket 1 voll und läuft über. Das heißt, man möchte Tupel einfügen, aber der Bucket ist voll. Um das zu beheben, würde man Überlauf-Buckets kreieren. In diesem Falle sogar 2 Überlauf-Buckets. Und jetzt, wenn ich nochmal diesen Schlüssel nehme, lande hier in Bucket 1, dann reicht es nicht aus, nur hier nachzuschauen. Ich müsste auch noch hier und hier nachschauen. Das bedeutet, dass eben die normalerweise konstante Kosten, oder Zugriffskosten, dass die nicht mehr konstant sind, also O von 1 sind, weil H Hash-Funktion anwenden und nachschauen ist O von 1. Aber in diesem Fall sieht man, dass man hier noch linear drüber suchen muss über alle Overflow-Buckets. Das heißt, die Performance dieser Hash-Methode degeneriert, geht weg von diesem schönen konstanten Verhalten eben hin zu einem eher linearen Verhalten. Das möchte man nicht haben. Aber dazu auch mehr in der kommenden Vorlesung Datenbanksysteme. So, jetzt ganz praktisch, wir schauen uns Postgres wieder an oder SQL und möchten jetzt Indexe in SQL erzeugen. Das heißt, wir haben unser Datenbankschema, in dem Fall hier eine Tabelle mit einer ID und dann zwei Felder Major und Minor und irgendeinem Namen. Und diese Tabelle haben wir angelegt. Wir sehen aus unserer Anwendung heraus, dass wir sehr oft Anfragen haben, die hier zum Beispiel die ID verwenden, um die Tupel zu finden. Wir haben auch manchmal beispielsweise Anfragen, die hier nach diesem Attribut Major suchen. Das heißt, wir können uns vorstellen, wir erzeugen einen B-Plus-Baum mit dem Schlüssel ID. Und das machen wir wie folgt, mit diesem Befehl create index und dann der Name des Indexes, on, dann der Tabellenname und schlussendlich die Angabe des Attributs, das für diesen Index benutzt werden soll. In dem Fall ist das die ID. Anderes Beispiel wäre natürlich hier create index, mein Studentenindex, on Studenten und das Attribut wäre natürlich da Matrikelnummer. Ja. Ich kann allerdings auch Indexe erzeugen, die zwei Attribute benutzen. Das ist hier dargestellt in diesem unteren Beispiel. Wir erzeugen hier einen Index, einen B-Plus-Baum-Index, über diese Tabelle, meine Tabelle. Und der Schlüssel, der in dem B-Baum benutzt wird, oder in dem B-Plus-Baum benutzt wird, besteht aus zwei Attributen, nämlich Major, Minor. Wenn wir diesen Baum durchsuchen, vergleichen wir immer den Anfrageschlüssel, also die Eingabe für diesen Suchprozess, mit den Knoten. Bei der ID ist es klar, wie das funktioniert. Wenn ich hier allerdings zwei oder mehr Attribute habe, muss man erst überlegen, wie man hier den Vergleich machen würde. Also ich habe hier zwei Paare, X und Y und W und V und möchte die vergleichen. Und wie diese Namen schon suggerieren, Major und Minor, wäre das erste Attribut eben ausschlaggebend. Und nur bei Gleichheit des ersten Attributes würde das zweite Attribut herangezogen werden, um diese beiden Paare zu vergleichen. Also eine lexikografische Ordnung würde man hier machen. Diese Index nennt man auch Composite Key Indexer, weil dieser Key eben aus mehreren oder Schlüssel aus mehreren Attributen besteht. Wichtig ist, dass durch diese lexikografische Ordnung die Reihenfolge eben wichtig ist. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich hätte gerne einen Index auf XY oder YX. Also das ist ein großer Unterschied.
der eben aufgrund dieser lexikografischen Ordnung besteht. Innerhalb von diesen einzelnen Attributen kann ich nur angeben, was oder wie sortiert werden muss oder soll, aufsteigend oder absteigend. Hier ist aufsteigend, das heißt ascending, der Standardfall. Ich kann allerdings auch durch Angabe von descending absteigend sortieren, wenn ich das möchte. Der Default-Fall, auch für einzelne Attribute, ist ascending, das heißt aufsteigend. Also in dem Beispiel zuvor hätten wir einen B++-Index auf dem Attribut ID und kleinere Werte kommen vor größeren Werten. Der Default-Fall in Postgres sind Indexe basierend auf B++-Bäumen. Wenn ich allerdings weiß, dass ich nur Punktanfragen habe, also keine Bereichsanfragen habe, also keine Ordnung innerhalb der Schlüssel benötige, sondern wirklich nur frage, wer ist Student oder Studentin mit Matrikelnummer 42, dann macht eventuell auch ein Hash-Index Sinn. Den kann ich angeben, indem ich createIndex schreibe mit dem Schlüsselwort using hash und auch hier eine Spalte angebe. Hier kann ich nur eine Spalte angeben, das heißt, ich habe hier keine Composite-Indexe. Wenn ich das mache, wird eben Postgres den Hash-Index anlegen und das Datenbanksystem kann dann sehr effizient solche Punktanfragen ausführen. Im Allgemeinen effizienter als bei einem B-Plus-Baum. Durch diese konstanten Kosten des Hash-Indexes. Aber wie gesagt, diese Einschränkungen auf keine Bereichsanfragen ist natürlich schon eine starke Einschränkung, denn ich habe hier keine Möglichkeit, später, wenn ich einen Index angelegt habe, auf diesem Index etwas anderes auszuführen als eben diese Punktanfragen. Das heißt, man muss vorher wissen, wenn ich den Index anlege, was habe ich denn für Anfragen in meinem System und dementsprechend kann ich den Index die Wahl dann tun. Natürlich ist es nicht nur die Entscheidung, ob ich einen Hash-Index haben möchte oder einen B-Plus-Baum-Index haben möchte. Ich muss auch wissen, auf welchen Attributen ich diesen Index erzeuge. Im Falle von Composite-Indexen muss ich mir auch überlegen, welche Reihenfolge diese Attribute haben. Und das muss passen zu meinen Anfragen, die im System häufig erscheinen, sodass der Index optimal ausgenutzt werden kann. Ein konkretes Beispiel. Wir betrachten eine Filmdatenbank von einem Filmverleih. Hier mit Kunden, englischem Customer, mit einer ID und der Anschrift. Dann hier eine Relation reserviert mit eben diesem Kunden oder Kundin, mit einer ID eines Filmes und dem Datum. Und noch die Tabelle über die Filme mit der ID, Titel, welche Sorte von Film das ist und was der kostet. Das ist hier eine einfache Relation zwischen zwei Entitätstypen. Diese Folie illustriert jetzt verschiedene Selektionsmöglichkeiten, also verschiedene Anfragen und benennt diese nochmal in diese Kategorien Bereichsanfrage, Punktanfrage und so weiter. Wenn ich diese Tabelle Filme hernehme und selektiere alle die Filme mit ID 2 und ich weiß, dass diese ID ein Primärschlüssel ist, das heißt, da gibt es nur einen Tupel von, dann habe ich hier ganz sicher eine Punktanfrage auf diesem Primärschlüssel. Ich würde hier erwarten, dass ich 0 oder 1 Tupel im Ergebnis habe. Das heißt, hier könnte ich durchaus überlegen, wenn ich solche Anfragen sehr häufig habe, dass ich hier einen Hash-Index anlege. Ebenfalls im zweiten Beispiel, wenn ich eine Punktanfrage habe auf einem Nicht-Primärschlüssel-Attribut, ist es dennoch eine Punktanfrage. Hier könnten natürlich mehrere Filme herauskommen, eben die Filme, die den Titel Terminator haben. Dann habe ich Bereichsanfragen. Zum Beispiel möchte ich die Filme haben, die zwischen 1 und 4 Euro Ausleihgebühr kosten. Ja, das könnte ich jetzt nicht mit einem Hash-Index berechnen, sondern müsste da einen B-Baum haben oder einen B-Plus-Baum-Index haben. Dann habe ich Konjunktionen, das heißt verknüpft, also Prädikate verknüpft mit einem logischen und. Und Disjunktionen, das heißt Prädikate, die aus Teilprädikaten, die mit oder verknüpft sind, bestehen. Warum überlegen wir uns das oder schauen wir uns das an? Das Datenbanksystem muss irgendwann entscheiden, wie es die Anfrage ausführen muss.
also wie es diese einzelnen Selektionen umsetzen muss. Wenn ich eine Anfrage habe, die hier irgendwie was selektiert und hier noch ein Join habe möglicherweise und dann zwei Relationen, R und S, und ich kann jetzt glücklicherweise diese Selektion nach unten schieben, das heißt, ich hätte dann sowas hier. Und diese Selektion sagt aus, dass ich die ID gleich 42 haben möchte aus diesem R. Dann muss das Datenbanksystem gucken, wie kann es denn vermeiden, alles das hier zu lesen und dann die 42 zu selektieren. Wäre es ja nicht besser, wenn ich das hier als Implementierung hernehme, indem ich einen Index, oder wenn ich einen Index habe, das Gesamte hier als Implementierung hernehme und eben im Index nachschaue. Das heißt, das Datenbanksystem muss basierend auf der Möglichkeit oder basierend auf der Verfügbarkeit von diesen Indexen entscheiden, wie auf die Daten zugegriffen wird. Wenn ich keinen Index habe, muss ich natürlich einen Full Scan machen, also einen Komplettdurchlauf über die Tabelle. Wenn ich Indexe habe und die geeignet sind, kann ich diese benutzen. Natürlich nur, wenn diese geeignet sind. Wenn ich hier was habe wie ID so zwischen 1 und 100 liegen und ich habe hier einen Hash-Index auf R, dann kann ich natürlich hier diesen Hash-Index nicht benutzen für die Selektion. Und eben die Entscheidung, welche Indexe ich brauche für meine Datenbank, für meine Relationen, um eben effizient zu arbeiten, das hängt natürlich davon ab, welche Art von Anfragen ich habe. Folgendes Beispiel. Wir haben eine SQL-Anfrage, die möchte von diesen Kunden diejenigen rausfinden, die Jensen heißen und in der Elm Street wohnen. Und zwar in Arizona. Und jetzt ist die Frage, welche von diesen Indexen können wir benutzen? Stellen Sie sich vor, wir haben einen Index auf Name und einen Index auf Street. Ja, zum Beispiel ein Hash-Index oder ein B-Plus-Baum-Index. Können wir diese Indexe benutzen für unsere Anfrage? Ja, wir könnten die benutzen, denn wir könnten hier den Index nehmen für Name, würden dann alle Jensens rausfinden, würden dann über die Ergebnistube laufen. Alternativ könnten wir ja auch den Index auf Street nehmen und dann mit Elm diesen Index anfragen und würden dann alle Tupel bekommen für Street gleich Elm. Können wir den Index benutzen auf Name, Street und State? Ja, der ist gut, ne? Denn wir können den Index nehmen mit Jensen, Elm und Arizona und der Index wird uns direkt zu dem Tupel führen, die eben hier diese drei Werte haben, wenn sie denn existieren. Kann ich also auch nehmen. Kann ich den Index auf Name, Street benutzen? Ja, kann ich auch benutzen. Also so ein, in dem Fall ein B-Plus-Baum-Index wäre das, weil Hash-Index auf mehreren Attributen nicht funktioniert. Zumindest in Postgres nicht. Das heißt, ich laufe hier runter mit dem Anfragetupel für meinen Baum, und zwar Elm. Also Name, Elm. Und laufe jetzt irgendwo runter und komme zu den Blättern und finde dann dementsprechend Tupel vor. Und die Tupel sind sortiert in diesem Index hier unten nach Name, Street. Das heißt, ich habe hier die Jensens, die kann ich auf jeden Fall finden. Das heißt, hier habe ich alle Jensens und die sind nochmal sortiert nach Street. Dann würde ich einfach durchlaufen und dann eben bei Elm anfangen, die Ergebnisse zurückzuliefern, bis eben die Street nicht mehr Elm ist. Das heißt, diesen Index könnte ich auch benutzen. Was ist mit dem Index Name, Street und City? Den kann ich auch benutzen. Eigentlich das Beispiel von zuvor mit Name und Street. Jetzt habe ich hier noch das Attribut City zusätzlich dabei. Das brauche ich aber gar nicht, das ignoriere ich einfach. Dennoch würde ich hier runterlaufen. Das ist eine lexikografische Ordnung. Das heißt, der Name Jensen wäre ausschlaggebend für diese Suche und eben Elm. Das heißt, ich lande hier bei Jensen und Elm oder bei Jensen. In dem Block könnten noch andere Dinge drinstecken wie Elm, aber dann auf jeden Fall finde ich dieses Elm und Jensen und könnte dann weiterlaufen
Und die Stadt, die hier noch mitgenommen wird zum Sortieren, würde ich einfach ignorieren. Was ist mit dem Index auf City, Name und Street? Kann ich den benutzen? Den Index kann ich nicht benutzen. Denn was wäre denn hier eine geeignete Wahl für City, da City ja nicht in meiner Anfrage drin vorkommt? Der Baum ist ja sortiert nach ausschlaggebend City, also als erstes Attribut von diesem Composite Key. Aber ich kann hier keinen Wert einfügen, der Sinn ergibt. Es könnte sein, dass ein Ergebnistupel mit Jensen, Elm und Arizona für eine Stadt existiert, die mit AA irgendwas beginnt. Also ganz hier außen ist von dem Baum. Das heißt, ich würde hier unten hinlaufen müssen, um kein Tupel zu verpassen und müsste dann einmal komplett drüber laufen. Das heißt, ich kann mir auch den Index direkt sparen. Also in dem Fall kann ich den Index nicht benutzen. In anderen Beispielen haben wir gesehen, dass das durchaus flexibel ist. Und wie gesagt, das Datenbanksystem muss eben entscheiden, wenn es solche Indexe gibt, kann es die Indexe benutzen oder eben nicht. Und die Aufgabe des Anwenders oder des Datenbankadministrators ist zu schauen, welche Anfragen sind häufig, sodass die geeigneten Indexe erzeugt werden. Hier noch die Auflösung der Eignung. Es gibt auch Indexe für mehrdimensionale Schlüssel. Das heißt, wenn Sie überlegen, wir haben irgendwie Geokoordinaten, also zweidimensionale, dreidimensionale Koordinaten, da würde man die nicht in einem B-Baum ablegen und einen Composite-Index machen. Das ist nicht die Idee des Composite-Indexes. Der hat ja diese lexikografische Ordnung. Hier brauchen wir wirklich eine mehrdimensionale Indexstruktur und eine sehr prominente Indexstruktur für mehrdimensionale Daten oder auch für ausgedehnte Daten. Im Englischen nennt man das Spatial Data. Ist der sogenannte R-Baum. R steht für Rechteck, also ein Rechteckbaum. Und die Idee hier ist, dass man Bereiche im Datenraum über Rechtecke beschreibt, die diese Daten in dem Raum minimal umfassen. Der Algorithmus oder die Indexstruktur ist sehr ähnlich zum B-Baum. Man hat natürlich gewisse Unterschiede, insbesondere was die Überlappungen zwischen den einzelnen Teilbäumen betrifft, die ja im B-Baum nicht existieren. Und auch das Einfügen ist natürlich ein bisschen anders, denn im R-Baum kann man überall einfügen, wo man möchte. Man muss halt nur aufpassen, dass am Ende der Baum aktualisiert wird und noch die Suche korrekt ist. Aber dazu auch nicht mehr Details als diese kurze Erwähnung. Hier ist noch ein Beispiel aus Wikipedia für den R-Baum. Im Detail werden wir diesen R-Baum betrachten in der Vorlesung Datenbanksystem im Winter. Ja, Indexe sind toll. Ohne Indexe wäre die Performance eines Datenbanksystems nicht mehr die gleiche. Also es wäre wesentlich langsamer für viele, viele Anfragen, insbesondere Anfragen, die eben Primärschlüssel einbeziehen. Deswegen insbesondere auch Joins zwischen Primär- und Fremdschlüssel zweier Tabellen. Indexe haben allerdings auch Nachteile. Also man kann nicht hergehen und sagen, Indexe sind super. Ich hätte es gerne alle Indexe auf allen Tabellen, in allen möglichen Ordnungen, für alle möglichen Attribute. Denn wenn ich so einen Index angelegt habe, muss ich den auch pflegen. Das heißt, das Datenbanksystem muss schauen, dass wenn ich neue Tupel habe in meiner Tabelle oder Änderungen der Tupel habe oder Löschen von Tupel habe, dass dieser Index diese Änderungen auch reflektiert. Das heißt, wenn ich Änderungen in der Datenbank habe, muss ich auch immer den Index ändern. Das kostet natürlich Zeit, CPU-Zeit und auch Zugriffe auf die Festplatte. Das heißt, am Ende kann es sein, dass die Kosten eines Indexes den Nutzen übersteigen und dann soll der Index natürlich nicht angelegt sein. Wenn ich viel lese und wenig ändere, desto mehr lohnen sich Indexe im Allgemeinen. Das heißt, wenn ich eine Datenbank habe, die im besten Fall natürlich komplett statisch ist und ich habe genügend Speicherplatz, dann könnte ich mir wirklich sehr viele Indexe anlegen, weil die ja niemals aktualisiert werden müssten. Mir aber Performance-Gewinne geben, wenn ich Anfragen ausführe. Auch hier wieder ein Verweis auf die Vorlesung im Wintersemester Datenbanksysteme, wo eben dieses Index-Tuning und auch verschiedene andere Möglichkeiten im Detail besprochen werden.